Als ich ins Abgeordnetenhaus von Berlin einzog, dachte ich, das sei eine Art hohes Haus. Und dann stellte ich fest, dass ein Gutteil der Leute unter 30 ist. Der Abgeordneten wohlgemerkt. Und in der Politik gilt meiner Meinung nach der Spruch, trau keinem unter 30. Leider merkt man, dass hier auch Kinder im Parlament sitzen, daran, wie die Leute sich benehmen. Was Sie niemals sehen, wenn wir Reden halten, wir von der AfD, ist es so, dass ungefähr 50% der Abgeordneten rausgehen. Die übrigen 50% schauen, und ich übertreibe nicht, zu 90% in ihr Handy oder in ihren Laptop. Auch auf der Regierungsbank wird das gemacht. Und wenn Sie da nicht reingucken, weil offensichtlich im Handy nichts Interessantes ist, stehen Sie auf, bilden Grüppchen und quatschen miteinander, wie so Kinder auf dem Schulhof. Die werden aber nicht zurechtgewiesen vom Präsidenten. Und wie die Kinder sich so verhalten, zeigt sich ganz besonders deutlich im Ausschuss. Ich war im Ausschuss für Kultur und Europa. Dort sitzen von Rot-Rot-Grün 12 Frauen. Das ist ein bisschen wie früher bei mir im Deutschleistungskurs. Und wir hatten eingeladen den Botschafter der Tschechischen Republik, denn Tschechien hatte die Ratspräsidentschaft. Und zuerst waren die Damen von Rot-Rot-Grün wahnsinnig höflich. Seine Exzellenz und schön, dass Sie da sind und so weiter. Und dann beantwortete er die Fragen der Damen. Und die Fragen wurden so beantwortet, als wäre der Botschafter Mitglied in der AfD. Er sagte, ja, Atomkraft finden wir gut in Prag. Und die Flüchtlingspolitik der Bundesrepublik seit 2015 finden wir ganz schlecht. Und Sie von Rot-Rot-Grün fragen immer nur nach Werten. Sie fragen aber nicht, was diese Werte uns kosten könnten. Und was haben diese 12 Damen gemacht? Als sie merkten, dass die Antworten in eine bestimmte Richtung gehen, haben 11 von den 12 sofort in ihr Handy geguckt. Wie Kinder, die in der Schule nicht rangenommen werden wollen und intensiv in ihr Buch gucken. Und dann sind sie aufgestanden, haben wieder Grüppchen gebildet, sind rein und rausgegangen und haben sich, man glaubt es kaum, der Botschafter konnte es auch nicht glauben, teilweise auf den Boden gesetzt. Wie 14-jährige pubertierende Mädchen haben die sich im Ausschuss auf den Boden gesetzt. Deswegen bin ich der Meinung, dass diese Leute einfach geistig nicht reif sind, egal wie alt sie sind, ob sie unter 30 sind oder über 30. Sie können nämlich verschiedene Dinge nicht, die man im Parlament und in der Regierung braucht. Sie können sich nicht konzentrieren, sie können nicht diskutieren und sie halten andere Meinungen nicht aus. Solche Menschen haben hier eigentlich nichts verloren. Und ich finde, man sollte berücksichtigen, dass Deutschland bei der nächsten Wahl erwachsene Patrioten braucht, aber nicht infantile Kinder und Globalisten.